Ja, hallo, ich bin Tanja und ich mache heute dein Stier-Tarot für Dezember 2021. Wir nehmen heute das Tarot der weißen Katzen und falls du ein privates Reading haben möchtest, kannst du auf meiner Homepage über das Kontaktformular dich bei mir melden. Das wäre Linktree Sava Yoga, dort findest du meine Homepage. Und falls du diesen Kanal abonnierst, worüber ich mich natürlich sehr freue, dann bitte klick auch auf die Glocke und auf alle. Hat für mich und für dich Vorteile. Für dich ist der Vorteil, dass du jedes Mal eine kleine Benachrichtigung bekommst, sobald ich ein neues Video hochlade. Dann mischen wir mal unser Kartendeck und schauen, was kommt für Dezember, mein lieber Stier. Erste Karte. Sechs der Kelche, das ist super. Sehr ausgeglichene Karte. Sieben der Kelche, jetzt würde ich lachen, wenn die Acht der Kelche rauskommt. Schauen wir mal, was als drittes kommt. Wir haben den Ritter der Münzen. Interessant, dass noch gar keine Major Arcana Karte rausgefallen ist. Was gibt es noch für den Stier im Dezember, bitte? Die Justitia, sehr interessant, das hatte nämlich der Widder auch. Vielleicht ist das, wenn das öfter rauskommt, so eine generelle Energie im Dezember. Werden wir noch sehen. Was gibt es noch für den Stier? Dankeschön. Wir haben, oh, sehr schön, der Stern. Sowas sehe ich immer gern. Das reimt sich sogar. Was gibt es noch? Wir haben acht der Stäbe und das Rad des Schicksals. Das ist sehr, sehr positiv. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Du hast als allererstes die Sechs der Kelche. Das bedeutet, es gibt eine Fairness und Ausgeglichenheit. Sechs der Kelche heißt aber auch, dass du jemanden triffst aus der Vergangenheit. Das muss aber nicht jemand sein, der eine Ex-Liebschaft ist. Das kann auch sein, dass das jemand ist, mit dem du als Kind Sandkasten gespielt hast. Das kann sein, jemand, mit dem du zusammen studiert hast. Also das können wirklich viele Sachen sein. Und dieser Mensch bringt eine positive Neuigkeit zu dir. Also das ist jemand, der dir wohlgesonnen ist. Das ist nichts Negatives, sondern da will einfach nur jemand mit dir kommunizieren. Natürlich kann das in manchen Fällen auch ein Ex sein, der zurückkommt, aber das ist selten. Also meistens ist es halt einfach irgendeine Person, die man schon lange kennt, die sich mal wieder meldet. Dann haben wir die Sieben der Kelche. Sieben der Kelche ist eine Karte, wo du die Auswahl hast zwischen verschiedenen Dingen und du hast hier die Qual der Wahl. Du weißt nicht so recht, was du nehmen sollst. Die beste Entscheidung ist immer mit der eigenen Intuition zu entscheiden. Hör auf dein Bauchgefühl. Da kannst du nie falsch liegen. Und vor allem, diese Kelche haben alle für dich etwas drinnen. Das heißt, natürlich ist es manchmal was Positives und manchmal was Negatives, aber das Negative ist ja auch wichtig für unsere Weiterentwicklung als Lernprozess. Dann haben wir hier den Ritter der Münzen, das ist eine sehr langsame Energie. Das heißt, da spart man Schritt für Schritt auf ein Sparziel hin. Vielleicht gibst du jeden Tag einen Euro in die Kasse, einfach um zu schauen, dass du dir irgendwann einmal was Bestimmtes leisten kannst. Vielleicht versuchst du ein Sparbuch aufzubauen für dein Patenkind oder für deine Kinder, dass sie einmal studieren können oder sich einmal die erste Miete leisten können oder irgendwas. Auf jeden Fall bist du da Schritt für Schritt am Tun, aber das ist eine sehr langsame Geschichte. Das ist mehr so das Schildkrötentempo, ja? Also da kommt man nicht sehr, sehr schnell zu Geld, sondern über einen längeren Zeitraum. Dann hat man hier die Justitia. Justitia, sehr, sehr positiver Einfluss für jede Art von Gerichtsprozess. Wenn du in irgendetwas drinnen bist, wie zum Beispiel Erbstreitigkeiten oder zum Beispiel eine Scheidung oder dergleichen, dann würde das heißen, dass das ein positiver Einfluss ist für diesen Gerichtsprozess. Da kommt Gerechtigkeit heraus. Wenn du in so etwas nicht drinnen bist, also gar kein Gericht und gar nichts und nichts mit Anwälten zu tun, dann heißt es ganz einfach, dass eine Wahrheit in deinem Leben ans Tageslicht kommt, die dir weiterhilft. Das heißt, diese Information zu wissen, meistens sind es so Momente, wo man sagt, ha, ich habe es doch die ganze Zeit gewusst und jetzt habe ich den Beweis dafür, ja? Dann der Stern. Wunder, wunder, wunderbare Energie. Der Stern ist eine Energie, die führt dich zu etwas hin. Das ist wie ein leitender Stern am Himmel für dich.
Das ist eine Hilfe und die führt dich zu einer Ressource, die du brauchst. Das heißt, das kann sein Geld, das kann sein eine Arbeitsstelle, das kann sein nützliche Freunde, die dir weiterhelfen, das kann sein ein Auto, eine Wohnung. Also dieser Stern bringt dich wohin, wo etwas für dich drinnen ist. Ja? Also das ist eine sehr, sehr positive, hilfreiche und schützende Karte. Manche nennen das auch die Jesus-Christus-Energie. Dann haben wir hier die 8er Stäbe, da kommt eine super positive Nachricht rein und zwar ziemlich schnell. Du wirst dich überrumpelt fühlen von dieser Nachricht. Das heißt, vielleicht hast du dir gedacht, okay, irgendwann in 2 Monaten wird sich wieder ein Job auftun und jetzt plötzlich steht schon am nächsten Tag einer vor deiner Tür und sagt, hey, ich würde sie gern mit übermorgen einstellen. Also es ist eine positive Nachricht, aber sie überrumpelt dich ein bisschen, sie kommt sehr plötzlich. Und dann haben wir hier noch eine wunderbare Glückskarte, Wheel of Fortune, super Sache, das ist das Rad des Schicksals, ähnlich positiv wie der Stern. Ja? Übrigens, damit ich dir das nicht verheimliche, der Stern ist die Karte des Wassermannes. Die anderen Karten, die du hier hast, die Justitia, das ist die Karte der Waage. Ja? Also wenn du Waage und Wassermann drinnen hast, dann ist das immer auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Vielleicht hast du Waage und Wassermann in deinem eigenen Horoskop-Chart, vielleicht hast du aber auch eine Waage oder einen Wassermann um dich herum, irgendwo als Familie oder gute Freunde. Ja, und hier mit dem Glücksrad dreht sich sozusagen das Glücksrad zu deinen Gunsten. Das heißt, ich sehe jetzt vor dem inneren Auge da das Roulette und du hast vielleicht auf Rot gesetzt und es kommt Rot raus. Ja? Also es ist auf jeden Fall etwas, was zu deinen Gunsten passiert. Die Dinge bewegen sich aber sehr, sehr schnell, weil du musst denken, so, also dieses Bild, was ich da gekriegt habe, ist ja dieses Roulette-Rad, ja? Und das dreht sich sehr, sehr schnell. Und dann haben wir hier noch eine sehr, sehr schnelle Energie mit den 8 Stäben. Das heißt, die Dinge werden vielleicht ein bisschen rascher vorangehen im Dezember. Das Einzige, wo eine langsame Energie war, war hier mit dem Geld. Das war ein bisschen verlangsamt, aber alles andere ist eher eine rasche Energie. Jetzt werde ich dir noch eine Karte ziehen aus dem Deck mit den positiven Affirmationen, mein lieber Stier. Kriegen wir hier für den Dezember eine positive Affirmation für den Stier. Das wäre sehr, sehr super. Und da fällt sie schon. I will not allow setbacks to halt my progress towards my goals. Das heißt, ich werde es nicht erlauben, dass gewisse Rückschritte meinen Fortschritt in Richtung meiner Ziele verlangsamen. Das heißt, du wirst trotzdem weitergehen. Ganz egal, wie langsam das funktioniert. Ganz egal, auch wenn du nur 1 Euro am Tag sparen kannst, ja, oder weniger. Du wirst kontinuierlich das machen. Du bist einfach ein Stier. Und ein Stier ist jemand, der einfach weitermacht. Der lässt sich nicht einfach so von irgendeinem von irgendetwas dahergeflogenem lässt er sich nicht so leicht umhauen. Ja? Also du bist jemand, der trotzdem immer weitermacht. Ganz egal, wie lang es dauert, ganz egal, wie hart es wird, du machst dein Ding. Und das ist eben der Grund, warum du als Stier immer ans Ziel kommst, weil du dich überhaupt nicht beirren lässt. Ja? Das ist wirklich ein Reading der Unbeirrbarkeit. Ja, freut mich, dass du da warst. Lass ein Like unten, wenn es dir gefallen hat. Abonnier den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Reading. Tschüss!